Konnte man nicht auch irgendwie PvP anmachen oder so? Ja, dein Schwert. Ja, wenn du Escape drückst und bei deinem. Aber ich will das nicht machen, ich hab nur. Da unten ist. Das kann auch mal aus Versehen passieren, das geht relativ schnell. Sind wir jetzt eigentlich alle zu viert jetzt hier drin? Cedric, bist du auch in der Karte? Also ich hab alle sind jetzt zu viert drin, ja. Wir könnten ja alle ins gelbe Team wechseln, damit wir uns immer gegenseitig sehen. Okay. Stimmt. Oh, verdrückt. Das war verdrückt. So. Dann kommt dieser Zombie hier nicht hin. Ich hab eine übelst geile Idee, was man machen könnte. So ein Projekt, wo einfach alle sind. Es gibt verschiedene Teams, wo man sich dann irgendwie, wo es dann Kriege gibt. Sowas wäre geil. Soll ich mal was sagen? Die Idee finde ich jetzt gar nicht so, das klingt gar nicht so übel eigentlich als Idee, ne? Also, guck mal, wie groß die Eule ist. YouTuber, so Minecraft-YouTuber, die machen auch sowas. Das ist okay, das klingt gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Also einfach so mit PvP und allem. Scheiße, wenn den nicht irgendwo draufstellen kann, den Amboss, ne? Mit Kriegen. Kann man den, könnte ich den Amboss, wenn ich jetzt einfach nochmal, sagen wir mal, ich mache jetzt hier einfach mal eine Holzplatte hin, ne? Warte, Papa, hatten wir denn nicht mal die Idee mit so einem Minecraft-Projekt? Ja, mit Minecraft hat man die Idee schon, das stimmt. Und jetzt können auch bei Minecraft auch die PlayStation-Spieler mitspielen. Also jetzt könnte man sogar nochmal einen Angriff nehmen. Also ich hab beide Minecraft-Versionen. Also ich kann mit PS4-Spielern, mit Xbox-Spielern und PC-Spielern zocken. Ja, also so geht das doch, guck mal. Das kann man doch machen so. Wenn man schon die Java-Version hat, kann man auch mit... Okay, Luca, mach's gut, ja? Und schön, dass du da warst. Ich merke mir das mal mit dem 21.12. Windows 10-Version spielen heute. Kann man sich ja mal merken, so ein Datum, ne? Ist ja kein schlechtes Datum. So, jetzt gehe ich aber nochmal runter. Wie viel Zeug habe ich jetzt noch im Inventar? Schlammblöcke. Das ist so ein Gelumpe halt hier. Was machen wir einfach mal hier rein? Fallen, Schlicke, Lehm, Wand, hier, Zeug halt, ne? Erstmal loswerden den Fuck. Oder den Mist, meine ich. Das Zeug halt, meine ich, ne? Oha, die Fledermaus da unten. Den Mumpels, meine ich damit. Die Papa, ich hab was du nicht machen, was du brauchst? Was denn? Du hättest hier nicht... Oh, der Cedric Gamer sieht für mich ein bisschen okay aus. Naja, was soll's. Du hättest hier nicht so einen Helm kaufen müssen, weil es gibt Zombies, die droppen den. Der ist nicht gekauft, den habe ich aus Bleierz gemacht. Ne, mich hat er ja gemeint. Warum, Cedric, was hast du für einen Charakter? Was hast du für einen Charakter? Was hast du so an? Holzrüstung und ein Bleihelm. Okay, OP sieht das aus. So, der Grabstein kann jetzt erstmal, das können wir in die Tonne schmeißen gleich, aber da drüben bin ich gerade drauf gegangen, da muss ich mal kurz gucken. Bin gerade im PSP und falls mich jemand sucht. Wobei noch in so einen Amboss baue ich nicht. Ach komm, jetzt ist er weg. Mist, jetzt ist der Skelettheini hier unten weg, wo ich eigentlich traden wollte mit dem. Der ist abgehauen. Ich glaube, der wohnt schon oben, kann das sein? Ja, theoretisch ist es sogar möglich. Ey, besser Skelettheini. Der hat einen Jack-Skeleton oder so ähnlich. Der spawnt in Höhlen und den kann man halt finden. Ne? Und der ist dann auch weg, wenn man weggeht. Okay, der ist jetzt nämlich weg. Ja. Hab ich. Okay. Nicht. Weil ich habe Terraria schon mal durchgespielt. Also auch Moon dort besiegt. Ja. Also ich habe noch nie das weiteste, wie weit wir gekommen sind. Wir haben am weitesten mal Fischron haben wir bekämpft. Ja. Warte, wir hatten noch die Dingens im Weg. Ich brauche Luft. Und zwar schnell. Wen hat man bekämpft? Die mechanischen Borsches. Ja, aber Fischron war glaube ich das Stärkste, was wir bekämpft haben. Naja. Hä? Papa, der eine Gegner hat Milchkarton gedroppt. Was gedroppt? Milchkarton. Ein Milchkarton? Ja, kannst du ja aufsetzen. Die können auch Pommes droppen. Die können Pommes droppen. Dafür gesunde Knochen und erhöht Lebensgeneration, bla bla bla. Das könnte man einsetzen, wenn man gegen einen Boss kämpft. Okay, Leute, ich mache als nächstes erstmal eine andere Spitzhacke. Ich muss mir eine neue Spitzhacke bauen, die ist zu langsam, die ich hier habe. Definitiv muss eine andere Spitzhacke her. Mir ist meine Spitzhacke so ziemlich egal. Ich kann mit allem gut umgehen. Ja, aber ich bin ja, guck mal, ich brüde mich ja runter. Aber das geht so nicht, das ist einfach zu low.
Na geil. Ach komm, nicht doch. Mann. Oh. Bruder muss los. Was ist denn das? Mann. Wie kann man sich so glatt anstellen bei so einem hässlichen bisschen Terraria spielen? Ich muss mal gucken jetzt, Da muss man eine andere Spitzhacke bauen. Oha! Ich hab grad so heftig mit meiner Attacke gespammt und dann einfach jeden geschrottet. So, jetzt geh ich mal hier drüben rein. Schnell rein kann man hier auch nicht. Gar nichts kann man hier. Nichts kann man hier. Wir machen mal die Kiste hier auf und dann kann man nämlich hier gucken. Was ist das denn? Eine Dreckbombe. Dreckbombe ist was Nices, muss ich mal sagen. So, zack, was haben wir noch? Ich brauche eine andere Spitzhacke. Das ist Zinn, die macht 5. Was hat denn die hier? Die hat 35% Spitzhackenkraft. Was hätte die? Auch 35. Na, dann wollen wir mal weiter gucken. Gold. Goldbarren, legen wir mal mit hier dazu. Wolframbarren, wollen wir mal da. Das war's schon. Haben wir ganze 7 jetzt. Ach. Der hat mir Schaden gemacht. Hab ihn aber dazu. Platinbarren 4. Haben wir sonst noch was? Du sag mal, Littles, hast du Platin einstecken noch? Also du hast davor ein Platin abgebaut. Wie viel hast du denn da so? 42. Ey, kann ich das mal bitte... Wo bist denn du? Ich brauche hier das mal. Im Pilzbiom. Ich komme jetzt mal zu dir runter. Würdest du mir das bitte geben? Na klar, wenn du zu mir kommst, dann gebe ich es dir. Okay, ich bin auf dem Weg zum Pilzbiom. Weißt du denn, wo das ist? Na, hier irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten links war das. Da hat mich gerade eine Fledermaus angegriffen. Du musst aufpassen. Wisst ihr, ich will gerade so gerne auf den Tisch hauen. Ich bin gerade voll getriggert, weil ich die ganze Zeit nur sterbe. Ah, okay. Ich hab gedacht, ich wäre am Seil. Ja, ganz kurz. Wir sind hier auch extrem viel gestorben zuletzt. Weil das ist ja der Expertmodus hier, ne? Muss man dazu ja, sagen. Ich gebe nicht zu, ob das leben wir in einem Friedhof. Genau, ist genau, ja genau, ist so. Da musst du echt aufpassen. Da entsteht ein Friedhof, wo man zu oft stirbt. Und daraus resultiert dann, dass dort ganz viele Monster spawnen. Ah, das wird genau, doch so ein Geister. Wird das sozusagen so ein Biom oder was? Okay, ja. Jetzt bin ich tot, jetzt kannst du zu mir hochkommen, Papa. Ich warte hier unten. Kommst du am Seil runter oder warte ich hier unten auf dich? Aber die Geister spawnen auch, wenn man die Grabsteine abbaut. Erfolg, ja genau, aber wenn alle Grabsteine weg sind, geht der Friedhof auch weg. So haben wir es letztes Mal jedenfalls erlebt. Ja, da geht auch der Friedhof weg, aber die Geister spawnen dann auch, wenn man die Grabsteine abbaut. Aber was passiert denn? Ah, das ist gut. Mit dem Bogen gegen die Fledermaus, ne? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach unten. Da drüben ist doch irgendein Erz in der Wand. Ja, wenn er alles. Baut ruhig alles ab. Ich hab oben eine Kiste extra dafür. Oh Gott, ich muss mir. Ich hab doch so lange nicht mehr gezockt. Ich weiß die Knöpfe nicht mehr für alles. Ja, ich vertausche die Knöpfe auch immer. Ja, ich krieg ständig falsche Knöpfe. Könnte man hier eigene Hotkeys machen lassen? Aber Papa, was willst du damit machen? Und gib mir auch was ab, wenn du was machst. Eine Spitzhacke. Ich baue eine Platin-Spitzhacke damit. Ja, dann machen wir aber auch eine. Aber ich glaube, für die Platin-Spitzhacke bräuchte ich 20 Barren. Und ich glaube, dass das nicht reicht, was du mir gerade gegeben hast. Warum habe ich es dir dann gegeben? Dann gebe ich dir halt nichts mehr. Na, ich gucke mal, ich probiere es gerade mal aus. Ich fliege nach oben, dann bin ich der Zauberkünstler. In Minecraft könntest du damit gefühlt 30 Milliarden machen. Ach, das nervt natürlich ein bisschen. Viele englische YouTuber? Ich schon. Papa eigentlich so gut wie gar keine. Kennst du Dream? Ja, der ist ultra der krasse Minecraft-Spieler. Ja, Speedrunner so. Und sowas. Der macht ja auch immer diese Speedrunner versus Hunter oder sowas. Das hier brauchen wir nicht das Haus. Das war sinnlos. Ich komme in 5 Minuten wieder. Mach das. Alles klar, alles klar. Also wie gesagt, ich hab Bock auf Speedrunner versus Hunter, weil ich weiß, wie man das mit Command-Blöcken nachmachen kann. Also so. Gegen Dream hat keiner eine Chance, der ist so cool. Also, ich bin eigentlich auf einem bisschen fast gleichen Level wie er. Also, ich bin okay in Minecraft, also ich bin gut in Minecraft, aber
Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen könnte. So, jetzt haben wir erstmal Platin. Aber da kann ich noch nichts mit anfangen. Es ist leider noch ein bisschen zu wenig. Ich hab, ich krieg die. Das Skelett, wo ich gerade war, und der hat mich gerade runtergeschmissen. Papa, darf ich mir noch ein Lebenskristall nehmen? Ja, nimm ruhig. Was du findest, kannst du nehmen. Ich versuche rauszufinden, wie ich am besten. Ich bräuchte eine bessere Spitzhacke, aber ich krieg noch nichts hin. Ich brauche auf jeden Fall, ich brauche einen Trank, mit dem ich hier einen Höhlenforscher trank, damit ich hier das Zeug abbauen kann. Ich suche noch nach Erzen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in der Diamantengrube bin. So, hier waren wir zuletzt. Ich muss hier irgendwie unten raus. Ich muss hier irgendwie unten raus. Die Frage ist nur, wie weit geht das hier unter Wasser, ne? Wann ist hier Schluss? Oh, direkt gekombot, aber das hat mir auch Schaden gemacht, deswegen. Ja. So. Erstmal die Diamanten abbauen, die hier sind. Hier muss doch irgendwo Schluss sein. Ich weiß nicht so genau, was ich mit denen auch machen kann, aber. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas, was da leuchtet. Ich kurz mal nach Luft kurz gucken. Nicht ertrinken, nicht ertrinken. Ja, geht ja auch fast der Modus gekommen. Also es gab ja Leute, die wollten, dass wir hier Master. Oh, schon wieder ein Skelett! Oh! Wenn man mit Skeletten viel zu tun hat. Das gibt's nicht! Diese Krepel, ne? Immer diese Krepel. Wie wären wohl Skelette mit Aimbot in Minecraft? Weiß ich nicht. Muss man ständig das Schild aktivieren, jede zweite Sekunde. Ich hab noch nichts, ne? Guck doch mal, wie lame ich bin, ey. Guck mal, wie lame ich bin. Hier ist ein Skorpion. Naja, die tun dir eigentlich nichts. Wirklich? Nochmal so ein scheiß Rabe? Oh nein. Hab ich hier noch irgendwo Geld? Ja, ne? Nein, so ein Kupfer und Silber habe ich mit reingeholt. Das habe ich ja überlegt, das wollte ich ja ein Sparschwein. Ach so, oben bei der Krankenschwester haben wir ja ein Sparschwein. Ich habe das gerade verwechselt. Oh, im Wasser bin ich sicher für diesen Dreck. Ich habe gerade kurz einen Hamburger. Wir verlieren ja hier auch einfach alles. Ja, im Wasser bin ich sicher gegen diese Drecksviecher. Aber Hamburger. Mann. Das Wasser ist ihre Schwachstelle. Ich habe bis gleich hier. Das kann ja so schwer nicht sein, da unten was Gescheites rauszukriegen. Jetzt ist hier auf einmal ein Geier plus so ein Wurm. Warum? Immer noch nicht? Ist noch irgendwo eine Unterbrechung? Gefühlt jede zweite Sekunde. Nee, war nicht. Seile noch ranhängen. Oha, ich habe die stärkste Nahkampfwaffe der Welt gefunden. Fliegennetz. Ich hab grad echt jemanden angegriffen, 26 Schaden. Wahrscheinlich daran, dass ich Kampfgriffrüstung anhabe. Ich töte, wisst ihr, was gerade witzig ist? Ich töte einen Geier. Was passiert? Ich gehe für eine kurze Zeit weg. Ich komme wieder auf einmal zu Ey Leute, das macht mich verrückt. Und jetzt kann ich gerade weg von diesem. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich denn so? Gibt's doch nicht. Bitte geht doch einfach weg von mir. Ich mache hier unten auch gerade einen Friedhof. Die greifen an. Ich hab 2 HP. Jetzt sind 3 Geier hinter mir her. Ja, so. Ich glaube natürlich auch Heiltränke mitzunehmen. Nein, ich wurde angehalten. Aber auf jeden Fall bin ich bis unten durch. Bin erstmal ein Stück durch. 3 Geier, was ist Fabian? Niemand hat schon. Die Geier, Fabian. Jetzt habe ich die Seile aufgebraucht. Haben wir aber noch ein paar? Jawohl. Da haben wir noch ein paar. Ah, da ist ein Herzkristall. Den gönne ich mir erstmal. Den nehmen wir da auch gleich mal schnell. Nice. Jetzt gucken wir mal, was er da drüben in der Höhle haben. Ich hab grad sehr seine einzige Dingsabumse gemacht. Hier drüben ist die Da gehen wir doch mal schauen. Lol, so Namensform. Was die Karabchen? Dieses lilane Gebiet. Ach ja, ich weiß, da war ich. Da wurde ich schon gefühlt 1 Milliarde Mal gemacht. Wenn nur da Grabsteine sind,
siehst, die sind alle von mir, kein Wunder. Wir haben ja hier Verderbnis, wir haben keine... Also wir haben, ich glaube, war nicht Corruption... Oh. Ja, und jetzt auch einer von dir. Jetzt kommt der Krieg so ein Friedhof. Ich mach gerade einen See. Ich hab gerade ganz... Ich hab grad da bin ich sprachlos über meine eigene Blödheit. Was ist denn das? Naja. Bei mir geht's gerade. Ich mit meiner Waffe. Oh, oh shit. Fabian, es gibt da so ein Mittel. Wenn du das trinkst, dann kannst du dann reagieren, so leben. Das heißt, heilen kann. Hast du davon schon mal gehört? So bin wir da. Ich hab keine Heilung. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Alter. Ich hab noch nicht mal. Hier ist auch schon so grau, ne? Weil wenn ich einfach keinen Bock hab, jetzt die ganze Zeit Holz zu farmen. Aber das ist krass, ne? Ich bin der Einzige, der hier richtig spielt. Ist das schon mal aufgefallen? Ist immer so, ne? Ist bei immer mir ist es so. Erde. Immer, das würde ich sagen, ne? Aber immer, wenn wir Terraria spielen, ist es so, dass ich spiele, ja, und ich versuche das Spiel voranzubringen und die anderen machen nur Munk. Nur. Es ist immer das Gleiche, ne? Mein Leben besteht aus Leuten um mich herum, die immer nur... Blödsinn machen. Zwei Jahre später, er hat ein zweites Gold, ist noch mehr stolz geworden. Und die nie was ernst nehmen. Nie. Tom Jenich wird stolz. Oh, was ist das? Ich krieg's nicht abgebaut. Ich krieg's nicht abgebaut. Was immer es auch ist, ich krieg's nicht abgebaut. Also ist es irgendein hochwertigeres Erz? 266. Na gut. Okay. Ohne Kiste. Oh. Spinnennetzseil? Hab ich. Achso, das war aus. Okay. Wow. Endlich hab ich mal ein wenig Rüstung. Ich hab euch kein schneller Rennen, ich hab die Hermesstiefel. Herzlichen Glückwunsch! Jo, ist das geil. Ich hab's in meinem Leben. Ich grab immer noch an meinem Loch. Ich habe immer gehofft, dass ich eine schöne Höhle finde, aber da kommt keine Höhle. Oh, jetzt kommt eine Höhle. Ah, da ist eine Höhle! Ich glaube, dann bist du gerade bei mir. Also, ich würde aufpassen, dass ihr euch nicht in die Hölle runtergräbt. Warum? Ich war gerade. Ey, Papa, da bist du ja bei mir. Moin. Na, irgendwann müssen wir mal in die Hölle runter, oder? Naja, irgendwann, aber jetzt noch nicht. Ja. Muss man nur für die Wall of Flesh eigentlich. Nein, da gibt's auch Items. Genau. Genau, da gibt's zum Beispiel eine Kiste, in der können die Drugs drin sein. Da bräuchte ich keine Spitzhacke mehr bauen. Ich gehe kurz auf die Toilette. Und heute. Also ich werde Zauberer. Also, ja. Das ist eine gute Idee. Zauberer klingt gut. Ich weiß nicht, was ich werde. Es gibt noch Bogenschütze, Beschwörer und Schwertkämpfer. Beschwörer ist halt relativ schwer. Ich habe einen Höhlenforschtrank gefunden. Na endlich. Ja, ich habe auch einen. Willst du den jetzt direkt hinter schlucken oder was? Ja, den schlucke ich jetzt auch hinter. Und ja, hier ist eine Falle. Gefühlt nichts in der Nähe ist. Perfekt. Ja, das ist das Problem. Du siehst das nicht, ob was in der Nähe ist. Hallo. Ich habe wieder Zimmerstränke. Ich könnte. Oh, Wolfram. Ja, haben wir ganz viele. Ich meine, Lei. Wow. Sorry, versprochen. Vorsicht, hier kommt ein Wurm. Ja, das hört man. Ah, da komme ich nicht durch. Ach nee, keine Angst, ist bei mir, glaube ich. So, jetzt bin ich durch. Ja, ich hab ihn. Und jetzt gehe ich hier runter. Hallo, ich habe die Hermesstiefel gefunden. Ja, das weiß ich schon. Jetzt gehen wir hier runter und dann setzen wir die Seile hier oben an. Ey, was ist denn das? Also die Hermes-Stiefel kann man noch upgraden. Jetzt fangen die jetzt schon an, uns Tipps zu geben, wa? Kann man die, glaube ich, auch mit diesen... So. Und den Raketenschuhen zusammenbauen, oder? Ja. Ich nehme jetzt mal den... Ich mach's jetzt so... Weil ich hab die besten gehabt. Ich hab guck mal! Da siehst du es schon. Hui! Alter. Hä? Du hast einen Gravitationstrank? Ja, hab ich. Dann geh auf die fliegenden Inseln. Ja, die suche ich ja gerade. Ja, lass uns das noch später machen.
Nein, mache ich gerade. Was? Da kriegt man ein cooles Schwert. Dein Name ist Sternzug. Ja. Wie die immer alle denken, dass man keine Ahnung hat. Hey, Luca! Achso, ich hab gerade Lukas wieder da, aber ist mal weg. Oh, merkst du das? Dieses Backseat Gaming? Krass, oder? Forstig, ich hab irgendwo, glaube ich, vergessen, einen Block abzubauen. Jetzt baue ich eine Wolfram-Spitzhacke, pass mal auf, das wird gleich richtig gut gehen. Ich bin auf einer Himmelsinsel. 5 Minuten, ich brauch unbedingt 5 oder so. Und ist drin. Sternwut, ja, Wolfi! Ja, wer sich freut. Aber ich kann es verstehen, Sternmut ist natürlich eine sehr coole Waffe, ne? Perfekt, jetzt kann ich gleich wieder runter. Ich habe hier um mich herum Wolfram und links von dem Seil. Wer ist denn das? Fabi, geh mal noch ein Stück hoch. Am Seil, Fabi, noch ein Stück hoch. Und dann jetzt nach links. Jetzt runter, 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 runter. Wieder runter. Noch ein Stück, stopp. Jetzt links, jetzt links. Geil, ich habe einen Zauberstab. Das Wolfram, was du da findest, da, ich nehme es dann gerne. Ja, ich hab mir einen Zauberstab gebaut. Hast du, wie viel Mana hast du denn schon? Ich hab nur 100. Also 3 Sterne meinst du? Oder 2? Ich hab 2 Sterne. 300 Sterne. Okay. 300 Sterne. Unendlich Mana. Oh, hier sind noch ganz viele Fledermäuse. Ich hab erst 2 Sterne. Ich gehe jetzt, glaube ich, Sterne suchen, dass ich mehr mag. Ich hab einen Stern, wenn du den willst. Ja, leg das bitte in der Truhe, weil die können am Tag. Ja, aber ich bin gerade runter am. So. Ja, meinen. Kommt die jetzt hier rein? Das ist die Frage. Und ne? In der Luft erwischt. Perfekt. Aber immerhin Stern, das ist wichtig. So. Also ich will das Glückshufeisen. Ah, da kriegst du keinen Fallschaden. Ja. So, ich will aufräumen hier. Bevor wir jetzt gleich durchs Wolfram reingesprungen kommen, ne? Erstmal Ordnung. So. Der Cedric Gamer kann es aber beweisen, dass ich Sternwut habe. Ja, hat er, aber in der Höhle bringt es nicht viel. Hier ist eine Eule. Na gut, es macht doch erstmal sehr viel Nahkampfschaden. Deutlich mehr als alles, was wir bisher haben hier. Genau, kann ich erstmal verwenden. Jetzt kann ich wieder runter in die Höhle. Und wisst ihr, was das Geile ist? So, jetzt gehen wir noch hier runter. Und dann bauen wir uns. Ich baue jetzt noch ein bisschen Erz ab und dann kann ich ja, habe ich die Hoffnung, dass ich dann gleich eine ordentliche Spitzhacke bauen kann, mit der ich deutlich schneller bin. Deswegen hier. Barbie, hängt dir da auch eine Fledermaus fest? Ja, wir haben heute schon eine Runde Rocket League gespielt auch. Wenn ihr da Bock habt, Leute, freundet mich gerne an bei Epic. Da haben wir 3-4 Runden Ranked gespielt. Das macht auch richtig Spaß mittlerweile. Ich übe da relativ viel. Immer wenn ich bei meinem Sohn im Zimmer sitze, sitze ich an der Switch und übe da so ein bisschen. Bin da noch lange nicht gut drin, aber es macht Spaß. Es fängt an Spaß zu machen. Also wenn ihr da Lust habt, könnt ihr gerne mit dabei sein. Einfach mal bei Epic anfreunden. Auch da im Linktree, in der Videobeschreibung oder wo auch immer ihr guckt, wird es verlinkt sein. Warte, da ist eine Schnecke. Schneggi, komm mal her, Schnecki. Schnecke, was geht? Hier haben wir hier mal Zinn, ne? Zinn ist, glaube ich, nur später interessant, weil man das irgendwo zum Mischen braucht. Piranha, Alter. Ich hab die Schnecke einfach mit den Sternen erledigt. So muss es ja sein, wenn man einen Einbord mit den Sternen vom Sternhut hat. So, was haben wir hier noch? Bevor wir für Sternhut auf Englisch heißt, wir waren auf den Stern. Obwohl auf Star. Da oben ist auch Wolfram. Ich bin eigentlich 11 Jahre. Ich bin 11 Jahre alt und kann eigentlich gefühlt Englisch komplett. Ja, ich habe auch rein in Englisch. Aber so wirklich. Ich weiß immer nicht, wie man aus dem. Ich verstehe null Englisch. Sag mal, wie steigt man aus der Lore wieder aus? Jetzt ruft mich ein englischer Kollege an, ey. Genau, wie bitte? Mit E. Danke. Bitte. Oh, das Wolfram. Das schmeckt auf jeden Fall. Kack, Fledermaus, komm mal her. Oh, ich hab doch hier gerade irgendwo Wolfram gesehen. Aber dass ich einfach so Glück habe, ich hatte zweimal miteinander Glück. Ich hatte noch einen zweiten Account. Mit klassischen Na gut, dann bauen wir jetzt erstmal eine Spitzhacke, eine ordentliche. Da oben ist auch Wolfram noch. Deswegen insane. Die quatschen mir zu viel, deswegen Leute. Ist der Bums.
Was ist denn das jetzt da an der Seite? Irgendein blaues. Wolfgang. Die quatschen mir. Die labern mir einfach alle zu viel.